Stückchen schon von dieser Hütte hier gesehen. Yeah. Nice. Abgeben. Guten Tag. Was kann ich für euch tun? Na, seh mal einer an. Viele verschiedene Farben, mit denen ich arbeiten kann. So etwas habe ich noch nie gemacht. Eine Chronik geschrieben oder Farben hergestellt? Wenn man den ganzen Tag ums Überleben kämpfen muss, bleibt keine Zeit, etwas Schönes zu erschaffen. Das ist mal etwas ganz anderes. Es passt besser zu mir. Ja, ein Künstler-Ork. Hehehe, cool. So, Rotback. Was kann ich für euch tun? Das bedeutet mir mehr, als ihr ahnt. Ich werde sicherstellen, dass die Habseligkeiten meiner Kameraden mit Respekt behandelt werden. Ich danke euch. Was kann ich für euch tun? Vielen Dank. Die frischen Vorräte werden uns durch diese schweren Zeiten bringen. Bitteschön. Hi, holla! Hi, holla! Kochkatastrophe hieß die Quest, auch cool. Sagenhaft, wie viele Drachen musstet ihr bezwingen, um die zu bekommen? Boah, es sind keine mehr da, aber sonst. Hui, Ruf. Ruf abgeschlossen. Ich habe eine neue Tat verliehen bekommen. Ich habe einen Rufstatus, hat sich geändert. Ich bin jetzt Bürger von Umbar-Bahabel. Neutral. Und Shop-Punkte gab es auch noch. Holla! Das wird reichen. Ich hoffe, die Käfer haben euch nicht zu sehr zugesetzt. Man sagt, sie können recht bösartig sein. Ach, was? Oh. Was? Noch eine Aufgabe? Hi, hi, ich denke, Usun möchte diese Zutaten schnellstens in die Hand bekommen und mit dem Kochen beginnen. Bringt Usun die Zutaten, ja? Er steht euch zu. Schließlich habt ihr die harte Arbeit gemacht, nicht ich. Aha. So, hier. Ach, Zockmauk ist jetzt auch hier. Wie cool. Was führt euch her? Oh, gut. Ihr habt es voll wohlbehalten zurückgeschafft. Nagai wird schon bald wieder auf den Beinen sein. Was kann ich für euch tun? Das sollte reichen. Da ist der Koch. Yahari hoi. Yahari hoi. Yahari hoi. Hat der eine schöne Farbe ausgesucht, oder? Mit lila Puscheln dran. So kleinen Fransen. Fransen. Hola! Vielen Dank. Schulgob hat mir erzählt, was ihr vorhattet. Nun können wir endlich anfangen. Wo war der. Ach, wo war denn noch gleich? Jahoi! Das verlegte Salz. Mein Salz? Mein getrocknetes Seegras. Ich hatte meine Beute gerade hergebracht. Das weiß ich ganz genau. Oder habe ich es doch nicht gemacht? Vielleicht sind sie noch in den Vorratsfässern in der Nähe von Kafagur. Ich schicke Schulgob los, um das Seegras zu holen. Ihr könntet euch nach meinem Salzbeutel umsehen. Ach Gott, der Salzbeutel. Da. Kein Salzbeutel zu sehen. Mhm. Wo hast du es hingepackt? Mal da lang. Was für Riesenfässer, da soll ein kleiner Salzbeutel drin sein, den würde ich nie finden. Ihr habt einen Salzbeutel gefunden, habe ich gefunden. Es sei denn, der ist... Das Fass ist leer und der kleine Beutel liegt da drin rum, aber sonst, wenn das Fass voll ist, findest du dort halt nichts wieder. Yahari hoi!
Ja, hervorragend. Immerhin werden unsere Bäuche für eine Weile voll und unsere Gemüter heiter sein. Das muss doch etwas wert sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Level up. Geilo. Da lang. Nur noch zwei. Dann haben wir's. Da sind wir wieder. Lotro-Rentner. Endlevel erreicht. Ey, der ist hier weg. Okay. Ihr habt euch als vertrauenswürdig erwiesen. Ja. Daher möchte ich euch nun um eure Hilfe bitten. Okay. Die Wachen haben einen fremden Mann außerhalb von Kaffagur gesichtet. Vermutlich der Fremdling, von dem ihr gesprochen habt. Schukurz zog in der Hoffnung los, friedlich mit dem Mann reden zu können, aber ist noch nicht zurückgekehrt. Großschul kann euch mehr darüber sagen. Okay. Na, da wird es doch wohl keinen Ärger geben. Seid ihr hier, um eurem Freund zu helfen? Jo. Wir haben den Mann bei den Bäumen herumschleichen sehen, aber er flüchtete, als Schokot sich ihm nähern wollte. Dann ignorierte dieser Narr meine Warnung und lief hinterher. Ich würde zwar gerne noch mehr Wachen auf Schokos ansetzen, aber das würde alles nur noch schlimmer machen. Doch ihr seid anders. Ich glaube, er würde euch eher vertrauen als einem Ork. Es ist euch nicht schwer gefallen, Schokots aufzuspüren. Seht ihr die Fußspuren, die aus dem Dorf hinausführen? Ich wette, er war in Gundabad ein lausiger Kundschafter. Och. Vielleicht war er ja auch gar kein Kundschafter. Vielleicht war er ja in der Küche angestellt oder so. Was weiß ich, um zu putzen, Schweinefraß wegmachen. Kann ja auch sein. Oh, ach, da unten. Oh, Gas. Als er euch bemerkt, blickt Bokas beschämt zu Boden. Ja. Braucht ihr etwas von mir? Es tut mir leid. Ich bin euch von Maria Pa aus gefolgt, um Kaffagu zu finden. Ich hielt es für ein Lager voller gefährlicher Orks. Moment. Offenbar habe ich mich getäuscht und meine Nachforschungen waren von Anfang an fehlgeleitet. Es ist richtig, dass ich nicht aus Umbar komme. Ich komme aus Gondor. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen kann, was mich hergeführt hat. Aber ihr habt mein Wort. Ich werde den Orks kein Leid antun. Ob man mir das glauben wird, steht auf einem anderen Blatt. Nachdem ich sie so voreilig verurteilt habe, steht mir vermutlich kein Vertrauen zu. Oh, warte mal, das sieht ganz cool aus. Oh, danke. Bokas scheint kein übler Kerl zu sein. Immerhin hat er lange genug angehalten, um mir zuzuhören. Wir finden sicher einen Weg. Es gibt noch mehr, das ich euch erzählen möchte, aber zuerst sollte ich Bokas nach Kaffagur zurückbringen. Ich treffe euch dann dort. Er hat lange genug hier rumgestanden und ich habe ihn voll gelabert. Er ist nicht abgehauen, das ist ein gutes Zeichen. Ach, wie schön. Ach ja, da, guck mal. Unterhalten die sich. Nice. Danke, dass ihr nach mir geschaut habt. Oh. Großschul hat recht, ich habe mich wie ein Narr genommen. Sogar auf unserer Flucht aus Gundabad haben wir uns in der Wildnis versteckt, weil wir wussten, dass die Menschen uns töten würden, wenn sie uns zu Gesicht bekämen. Ich hätte vor Bokas flüchten sollen. Aber ich habe mich daran erinnert, wie wir überhaupt aus Gundabad herausgekommen sind. Mit eurer Hilfe. Und der Hilfe anderer. Ich habe mich an Nein erinnert. Und daran, wie er sich bei mir entschuldigt hat. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich muss diese Geschichte nachspielen. Verdammte Axt. Ich wollte einfach glauben, dass es so etwas noch einmal geschehen könnte. Vielleicht kann es das ja.
Nein, hat sich bei den Orks entschuldigt? Oh, das ist bei mir alles aus dem Gedächtnis gelöscht. Verdammt. Wie krass. Okay. Einmal gelehrten Handwerksmaterialien und die Pferdchen für Arto. Oh, und dann kommt das in die Handwerkstasche, die ich nicht hier habe. Habe ich schon rausgetan. Ah ja. Okay, nicht schlimm. Nee, ich habe das... Warte mal. Ah, ich habe das vorsortiert. Das ist hier drin. Das ist alles nur für dich und hier oben ist der Rest. Genau. Zwei Handwerkstaschen voll. Also eine 25 Slots, nur Handwerksmaterial und hier oben nochmal alles. Alles für Berufe, die ich nicht habe. Okay, dann müssen wir den Jones mal neu rufen, denn der hat ja auch Level Up. Und dann habe ich hier die Aufgaben erfüllt. Und habe diese drei Aufgaben und dann geht es noch Wellen und Wind, Hallrax. Sehr schön. Also reisen wir jetzt nach Mariapra und schwimmen hier rüber. Ein wirklich guter Tag. Oh, und jetzt nach Südwest. Dahin. Also raus und scharf links. Bist du sogar noch weiter als nur scharf links. Okay. Kurz mal auf die Uhr geguckt, weil ich schon wieder kein Zeitgefühl habe. Achtung. Seid mir so ein Bogenschütze. Den mal wegmachen. Und das ist auch noch ein Signatur. Den da. Dies. Ja. Ach, wen haben wir denn da? Ach, die Questreihe. Okay. Mein Bruder und ich hatten den Plan gefasst, Bagchat unentdeckt auszukundschaften, aber... Aber... Dabei der Korsarensiedlung aus dem Weg zu gehen, die wir im Inselinneren entdeckt hatten, doch schon bald hörten wir jemanden aus den alten Ruinen auf dem Hügel um Hilfe bitten. Ihr werdet verstehen, dass wir nicht tatenlos bleiben konnten. Wir gingen der Sache nach und stellten fest, dass es sich um einen Korsaren handelte. Okay, wenn du da hinten am Baum stehen bleibst, alles schick. Bleibst du nicht? Bleib da nicht. Gut. Bäh. Dreckschmeißer. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Nach gängiger Auffassung ein Feind unserer Mission. Okay, ja, also es ist ein Korsar und eigentlich ist er ein Feind. Doch wir konnten ihn nicht den Kergrim überlassen, die ihn bedrohten. Wir haben ihn gerettet und hierher gebracht. Haben wir falsch gehandelt? Eigentlich nicht. Yahim. My name is Yahim. And I am not one to refuse aid when it is offered.
Ihr seid mit diesem Elben befreundet? Ich bin dem Umgang mit ihnen nicht gewohnt, doch wären sie nicht gewesen, wäre ich jetzt zweifelsohne tot. Ich heiße Yahim und nehme eure Hilfe gerne an. Zwar bin ich ein Korsar aus Marjapra, doch ich muss gestehen, dass ich derzeit ohne Schiff bin. Falls ihr einen Groll gegen meinesgleichen hegt, kann ich das verstehen, doch müsst ihr uns auch an Land grollen? Grollen? Für das rechtzeitige Eingreifen dieser Elben bin ich sehr dankbar. Ich möchte auch nicht undankbar klingen. Aber als sie mich gerettet haben, ließ ich mein Schwert zurück. Wenn ihr euch zu den Kergrim-verseuchten Ruinen auf der Insel zurückwagt und mir mein Schwert holt, werde ich dafür sorgen, dass ihr belohnt werdet. Die Elben waren eher an meinem Wissen als an meinen Wertsachen interessiert. Ihr versteht schon. Wenn ihr mir mein Schwert und zu meinem Haus am Wasser auf der Ostseite von Marjapra bringt, erzähle ich euch, was ich über die Erben von Castamir und die Verwandten der Münzen weiß. Darum geht es euch doch. Oder irre ich mich da etwa? Hey, du liegst ganz richtig. Und wenn ihr schon dabei seid, bitte tötet doch noch mehr Kergrim für mich. Sie sind widerliche Kreaturen, die Schmutz und Krankheit verbreiten und sie sollten sich nicht in den Ruinen herumtreiben. Aber sie haben dort nichts verloren. Ja, der lag schon richtig, ne? Na dann. Da hoch. Bakaba entdeckt. Kerkeln sind schon echt eklige Kreaturen. Hoffentlich war das jetzt ein gutes Bild. Wir müssen da hinten lang und hier irgendwo liegt das Schwert. Wir sind sonst einmal komplett rumgelaufen, aber wir können abkürzen. Genau, das hier ist es. Achso, wir brauchen 8 Stück. Ich dachte gerade 6. Achso, wir brauchen unterschiedlich viele. Den noch. Dankeschön. Mega. Riesigen stinkenden Haufen. Hier sieht die weit so weit weg. Oder mein Herold. Und dachte, er zieht wieder irgendwen mit. So, aber wir müssen ja noch die Weinfässer sammeln. Uff. Warte mal. Da. Ah, die Aufgabe ist ja auch noch da. Stimmt.
Leichenfresser. Oh. Wie laut es im Headset ist, die da lang gehen. Da soll noch eins liegen an dem Schiff wahrscheinlich. Ich mach den mal weg. Sicher, sicher. Da oben ist es. Seh's. Guck mal ganz kurz. Na toll, das Foto ist sein Kopf nicht drauf. Da guckt er weg. Ein Bild mit dem. Ein einziges Bild mit so einer Kergrim-Kreatur. Was geworden ist. Ach, komm schon. Nee. Okay, wir müssen dahin. Was ist dort? Bis hierher und nicht weiter. Ah, okay. Bezwing Korsaren auf Kayamarsa. Gut, dann schwimmen wir noch mal eine Runde. Mhm. Kayamarsa. Wie go. Sehr laggy. Das ist ein Fernkämpfer? Nein. Tada! Okay, erledigt. Dann... ja, auf nach Norden. Schwimmen wir. Noch einmal zurück. Oha. Kommen wir nicht hoch. Hier ist sogar ein Steinkreis. Passt doch. Also müssen wir richtig sein. Jo. Jo. Ich hab's mal richtig gefunden. Ich bin sonst immer zwischen den Häusern einfach runtergesprungen. Guten Tag. Welche Neuigkeiten bringt die Flut? Es hätte nicht so weit kommen müssen. Die Piraten sollten zusammenhalten, sonst sind wir erledigt. Danke, dass ihr euren Hals für uns riskiert habt. War eine harte Aufgabe. Aber ihr habt euren Wert unter Beweis gestellt. Danke. Euch zwei hier noch? Recht rasch, ich habe viel zu tun. Das wäre erledigt. Gute Arbeit. Solange wir ihre Zahlen niedrig halten können, sollten sie der Stadt keinen Ärger machen. Okay, Jagd auf die Grimmigen. Sprecht rasch. Sieh mal einer an, ihr habt es wirklich geschafft. Ich verspreche ab jetzt keinen aufrechten Zeitgenossen wie euch mehr zu belästigen. Ihr könnt ja doch hilfreich sein. Oh, danke schön. Gnädig, wie gnädig, das einzusehen. So, und dann haben wir auf der anderen Seite noch. Ach,
Ach ja, sein Schwert. Wir müssen ihm noch sein Schwert bringen. Ja. Vier hintereinander. Die schieben Doppelschichten. Mindestens, wenn nicht sogar Vierfachschichten. Du suchst Stress, ja? Du suchst Stress? Na, viel Spaß. Bös. Oh. Thank you for returning my sword to me. How would I make my living without it? Danke, dass ihr mein Schwert zurückgebracht habt. Wie könnte ich ohne Schwert meinen Lebensunterhalt verdienen? Yahim senkt die Stimme, blickt vorsichtig um und spricht flüsternd weiter. Zugegeben, das Leben eines Korsaren ist nicht mehr das, was es mal war. Ich gebe den Erben von Castamir die Schuld daran, doch nur mit leiser Stimme oder in vertrauter Gesellschaft. Für euch und eure Elbenbegleiter mache ich jedoch eine Ausnahme. Wenn man seinen Lebensrettern nicht vertrauen kann, eben dann. Ich habe euch Informationen versprochen, also hört zu. Nachdem Balakor die Geisel in Gondor sein Ende gefunden hatte, trachtete seine Witwe Saklapel nach dem Thron von Umbar, um durch ihren jungen Sohn Balakad zu regieren. Doch die Unruhen in den Straßen und der Aufstieg der Verwandten der Münzen zwang sie sowohl ihre Pläne als auch die Stadt aufzugeben. Sie flüchtete auf die Schildinseln und lebt nun hier in Maria Pra im Exil. Niemand bekommt sie zu Gesicht. Ihren Dienern teilt sie über Galadriel einen Sprecher Befehle. Anhänger der Erben von Castamir glauben, dass sie die verbleibenden Korsaren versammeln wird, um die Stadt und die Verwandten der Münzen, die sie kontrollieren, anzugreifen. Offenbar gibt es jedoch einen Grund, der sie davon abhält. Manche sagen, Balakad sei im Kampf um die Stadt gefallen. Doch andere behaupten, er wird von den Verwandten der Münzen als Geisel gehalten. Weshalb es Saklapel aus Angst um ihr Leben, um sein Leben nicht wagt, die Stadt anzugreifen. Möchte euch und diesem Elben nochmal für meine Rettung danken und für mein Schwert. Ich hoffe, meine Informationen sind euch von Nutzen. Aha. Ihr Sohn ist entweder gefallen oder auch eine Geisel. Mhm. Hallo? Kampf? Kampf. Interessant. Auf jeden Fall wohl nicht hier. Also gut, die beiden Elben sind jetzt am Ende der Reise. Mit denen müssten wir sprechen, weil wir die Aufgabe erfüllt haben. Und wir sollen dann nach Halrax. Ich glaube, wir müssen so oder so nach Halrax. Das heißt, wir könnten mal hier den Hafenmeister behelligen. Ja, hoi. Ja, hoi. Und da abgeben und dann reisen wir sowieso nach Halrax. Here we go. Dies ist ein sehr merkwürdiges Abenteuer, bei dem wir unsere Feinde retten und auf ihr Wort vertrauen müssen, um unsere Freunde zu befreien. Ja, irgendwie schon. Ach, mir schwirrt der Kopf. Doch ich glaube, Elro hier und ich haben richtig gehandelt. Wir konnten nicht zulassen, dass Yahim von den Kergrim verschlungen wird, ob er nun den Erben von Castamir ergeben ist oder nicht. Er mag ein Korsar sein, doch vor allem ist er ein Mensch. Und er war in Not. Mein Bruder teilt meine Meinung, da bin ich mir sicher. Was hatte Yahim über die Erben von Castamir und die Verwandten der Münzen zu erzählen? Eladan und ich waren ihm auch zur Hilfe gekommen, wären ihm auch zur Hilfe gekommen, wenn er kein Wort gesagt hätte. Doch sollten seine Informationen nützlich sein, umso besser. Ihr erzählt Elro hier, was der Korsar zu berichten hatte, und er grübelt für einen Moment darüber nach. Er sagt, er weiß nicht,
ob der Sohn Balakors und Saklapet am Leben ist und von den Verwandten der Münzen festgehalten wird. Ich meine, wir haben genug gesehen, und um zu sagen, dass es zu ihm passen würde, Gefangene zu nehmen. Möglicherweise lassen sie Torongi und Korudan und Balakat im selben Kerker schmoren, um sie leichter im Auge zu behalten. Jeder von ihnen verschafft den Verwandten ein Druckmittel gegen ihre Familien und Freunde. Interessant ist auch, dass Saklapel nach Napra geflohen ist. Zumindest wissen wir, von wo aus die Erben von Castamir organisiert werden könnten, falls sie noch einmal zu einer Bedrohung werden sollten. Es empfiehlt sich jedenfalls, die Sache im Auge zu behalten. Als träfe das nicht schon auf genug Dinge zu, die wir im Auge behalten sollten, ja. Danke für eure Hilfe mit Yahim. Eladan und ich werden schauen, wie wir hier sonst noch helfen können. Okay. Dann geht es jetzt erstmal wirklich nur in Hallrax weiter. Da ich Angorn Epos Fest alle Aufgaben erstmal erledigt habe. Cool. Alle. Außer vielleicht freistehende NPCs, die irgendwo mitten in der Walachei stehen. Gut, die habe ich nicht mehr im Kopf. Das habe ich vergessen. Außer die eine, die habe ich mir gemerkt. Da hat Yalat gesagt, die sollte hier unten stehen. Nee. Talyrion hat das gesagt, so rum. Da werde ich dann auf jeden Fall mal hingucken, denn hier ist ja auch noch ein Hafenmeister bei Insul. Bel Insul. Und dann gibt es da nämlich noch eine Aufgabe mit dem Hammer, wo man hier ganz oben hin muss. Ansonsten wüsste ich nicht mehr. Es gibt irgendwo noch ein... Irgendwo gibt es noch einen NPC, den hatte Sidli mal gefunden. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ein wirklich guter Tag. Brutal. Ah, so, Hallrax, die Stadt von 5000 neuen Quests.